بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Wir sprechen über ein weiteres Zeichen der Stunde. Und dieses Zeichen, das ist sehr deutlich in unserer Zeit zu sehen. Extrem deutlich. Und deshalb versuche ich das Ganze nicht so sehr zu verdeutlichen. Denn jeder, der dieses Video hört, wird mit diesem Zeichen gewisse Leute verbinden. Zweifellos, denn dieses Zeichen ist so deutlich und klar, zu deutlich, als dass man es übersehen könnte. Von welchem Zeichen spreche ich? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, und die Überlieferung wird von Abdullah ibn Amr ibn al-As überliefert, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Min iqtirab al-sa'a an turfa' al-ashrar wa tuda' al-akhyar. So, den Zeichen der Stunde gehört es, dass die Üblen erhoben werden und die Guten werden gedemütigt. Und diese Überlieferung, die finden wir bei At-Tabarani und bei Al-Hakim. Und Al-Hakim hat den Isnad für authentisch erklärt. Und Al-Haythami, er sagte, dass die Leute in der Überlieferungskette authentisch sind. Und auch Al-Albani sagte, dass diese Überlieferung authentisch ist. Und einige sagten, dass diese Aussage mawquf ist, das bedeutet, dass sie auf den Sahabi zurückgeht. Aber andere sagten, dass sie marfu' ist, also dass diese Aussage vom Propheten tatsächlich stammt, sallallahu alaihi wasallam. Und das ist auch die Meinung, die der Sheikh al-Albani, rahimahullah, vorgezogen hat. In einer anderen Überlieferung und einem anderen Wortlaut finden wir, dass der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, inna min ashratis sa'a, dass es zu den Zeichen der Stunde gehört, an yuda' al-akhyar, dass die Guten gedemütigt werden. Wa yashruf al-ashrar, und die Üblen werden geehrt. Wa yasuda kull qawmin munafiquhum, und von jedem Volk werden die Heuchler sie führen. Subhanallah, was für eine gewaltige Aussage. Wie zutreffend ist sie auf unsere Zeit? Die Guten, sie werden gedemütigt. Schaut euch an, wie die Gelehrten von Ahlus Sunnah wal Jama'a in Gefängnissen sitzen, weil sie das Üble verbieten und das Gute gebieten. Sie sind im Gefängnis, andere haben die Todesstrafe gekriegt. Und sie werden erniedrigt. Ihre Familien sind jahrelang, Jahrzehnte getrennt von ihren Ehemännern, von ihren Vätern. Und zur selben Zeit werden die übelste Schöpfung geehrt. Mit Millionenbeträgen kauft man sie. Man zahlt Millionen, dass sie kommen. Man zahlt Millionen, aber Millionen. Man ehrt sie, man schenkt ihnen Uhren im Wert von Millionen. Man schenkt ihnen Autos. Man macht ihnen die teuersten Geschenke und zur selben Zeit sind die besten und die edelsten Menschen dieser Erde, die Gelehrten, die für diese Religion alles gegeben haben, in Gefängnissen. Wallahul Musta'an. Und dann heißt es, und jedes Volk wird von ihren Heuchlern geführt. Subhanallah. Diese Aussage, die braucht nicht einmal eine Erklärung, weil die so deutlich ist. Und diese Aussage, die finden wir bei Abu Nu'aym in seinem Kanz al-Ummal. Und von Hudhayfa radiallahu anhu wird überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: La taqumu as-sa'atu hatta yakuna as'ad an-nas bid-dunya Luka'u ibn Luka'. Und die Stunde wird nicht eintreffen, bis die glücklichsten Leute in der Dunya, also im Diesseits, Luka' ibn Luka' ist. Und diese Überlieferung, die finden wir bei Tirmidhi, bei Musnad von Imam Ahmad. Und der Tirmidhi sagte, dass die Überlieferung Hassan und Gharib ist. Und der Sheikh al-Albani hat die Überlieferung als authentisch eingestuft, als Sahih. Shu'aib al-Arnaut hat sie Hassan li-Ghayrihi eingestuft, also authentisch aufgrund anderer Überlieferungen. So eine schwache Form der Authentizität sozusagen, die geringste Form. Der Punkt ist, dass die Stunde nicht eintreffen wird, bis die glücklichsten Menschen im Diesseits Luka ibn Luka ist. Luka ibn Luka. Wir kommen gleich auf diesen Luka ibn Luka zu sprechen. Wir haben noch eine andere Überlieferung von Abu Huraira, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: La tadhhabu ad-dunya hatta tasira li Luka ibn Luka. Diese Dunya wird nicht vergehen, bis sie dem Luka ibn Luka gehört. Und diese Überlieferung finden wir im Musnad von Imam Ahmad und vielen anderen Werken. Und Shu'aib al-Arnaut hat diese Überlieferung für Hassan al-Ghayrihi erklärt, nämlich als Hassan aufgrund anderer Überlieferungen. Also die stärken sich gegenseitig und steigen dann sozusagen auf Hassan. Taib,
Was heißt das? Wer ist dieser Luqa ibn Luqa? Denn wenn man versteht, wer der Luqa ibn Luqa ist, dann sieht man, wie deutlich und exakt diese Prophezeiungen sind. Der Luqa ibn Luqa, erst einmal, in Mafatih fi Sharh al-Masabih heißt es über die Aussage, As'ad an-nas bid-dunya, der glücklichste Mensch in diesem Diesseits. Was heißt das? Das heißt, Akthar an-nas fi amwal ad-dunya. Er ist derjenige, der am meisten Besitz haben wird im Diesseits. Und er wird das beste Leben führen. Das wird das Leben sein von wem? Vom Luqa ibn Luqa. Und der Luqa ibn Luqa ist der Üble, der Sohn des Üblen oder der Gottlose, der Sohn des Gottlosen. Und Ibn Rajab, rahimahullah, der große hanbalitische Imam, er sagte, لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها. Er sagte über die Aussage, dass die Stunde nicht eintreffen wird, bis von jedem Volk die Heuchler sie anführen werden. Ja, jedes Volk hat Heuchler und diese Heuchler werden die Anführer des Volkes. Wie genau, wie deutlich ist das in unserer Zeit zu sehen? وَإِذَا صَارَ مُلُوكَ النَّاسِ. Und dann sagt er, und wenn sie die Könige oder die Führer der Leute, der Menschen werden und ihre Köpfe, also ihre Anführer, in dieser Situation, in عَكَسَتْ سَائِرُ الْأَحْوَالِ, dann wenden sich die restlichen Situationen, also dann wenden sich das Ganze. Die ganzen Situationen, die restlichen Situationen, sie wenden sich. فَصُدِّقَ الْكَاذِبُ, und so wird dem Lügner geglaubt. وَكُذِّبَ As-Sadiq, und demjenigen, der die Wahrheit sagt, dem Ehrlichen, der wird der Lüge bezichtigt. وَأُتُمِنَ الْخَائِنِ, und dem Verräter, dem wird vertraut. وَخُوِّنَ الْأَمِينِ, und der Vertrauenswürdige, der wird als Verräter dargestellt. وَتَكَلَّمَ الْجَاهِلِ, und der Unwissende fängt an zu sprechen. وَسَكَّتَ الْعَالِمِ, und der Gelehrte, er schweigt oder er verschwindet sogar komplett, wie es authentisch vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert wurde, wo er sagte, إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمِ. Es gehört zu den Zeichen der Stunde, dass das Wissen aufgehoben wird. وَيَظْهَرَ الْجَاهِلِ, und die Unwissenheit sich breit macht. وَأَخْبَرَ أَنَّهُ, und der Prophet berichtete uns auch, dass das Wissen aufgehoben wird mit dem Absterben der Gelehrten, bis kein Gelehrter mehr übrig bleibt, die Leute sich dann den Unwissenden zuwenden und sie fragen sie dann und dann geben diese unwissenden Leute ihre Fatawa ohne Wissen und sie leiten sie in die Irre und gehen in die Irre. Und Al-Sha'bi, der Tabi'i, sagte, لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا, und er sagte, dass die Stunde nicht eintreffen wird, bis das Wissen Unwissenheit wird. وَالْجَهْلُ عِلْمًا, und die Unwissenheit ist plötzlich das Wissen. وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ إِنْقِلَابِ الْحَقَائِقِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَإِنْعِكَاسِ الْأُمُورِ, und all das ist von der Wendung der Realität am Ende der Zeit, also, dass die Angelegenheiten sich wenden. Das heißt, eine Umkehrung der Wirklichkeit, eine Umkehrung der Realität, ein Umsturz der Realität. Das, was vorher noch die Wahrheit war, ist plötzlich Lüge und das, was die Lüge ist, wird zur Wahrheit. Das ist doch genau das, was wir sehen. Schaut aktuell unsere Brüder und Schwestern in Palästina, wo die Kinder getötet werden und wo die Frauen getötet werden und die Älteren werden getötet, ohne Rücksicht, ob Babys oder Ältere oder Frauen. Alle werden getötet und es wird so dargestellt, als wären die Palästinenser die Üblen, als wären die Palästinenser die Terroristen. Und dann sprechen sie vom 7. Oktober, als gäbe es keine Vorgeschichte. Subhanallah, und die Beispiele sind zahlreich. Wenn immer irgendetwas passiert, so ist es dasselbe. Denjenigen, denen das Unrecht zugefügt wird, das sind plötzlich diejenigen, die die Üblen sind. Und schließe auf alles andere, was wir sehen in unserer heutigen Zeit. Und du siehst es überall. Die Heuchler kommen an die Macht. Ja, sie lügen, wie gedruckt, notorische Lügner. Und sie schämen sich nicht und sie lügen und sie wissen, dass sie lügen und sie wissen, dass das Volk weiß, dass sie lügen und trotzdem lügen sie. Und As-San'ani, er sagte, هذا الزمان الموصوف هو آخر الزمان عند فساد الأحوال. Diese Zeit, die hier beschrieben wird, ist die Endzeit, wenn die Angelegenheit verdirbt, وذهاب الديانات, und die Religion quasi verschwindet. Und das ist subhanallah auch in unserer Zeit der Fall, wo sich der Atheismus, Liberalismus ausgebreitet hat. Du siehst selbst Christen, die sich dem Christentum zuschreiben, die aber in Wirklichkeit nichts anderes folgen als dem Liberalismus und dem Feminismus und gar nichts mehr mit ihrer Religion zu tun haben. Und wie treffend sind die Worte von As-San'ani, rahimahullah, als er gesagt hat, und das Verschwinden der Religionen.
Subhanallah, schaut, vor 100 Jahren, als die Leute noch gläubiger waren, die Frau war keusch. Selbst die ungläubige Frau, sie war keusch. Dann, als der Atheismus kam und der Liberalismus und der Feminismus und all diese Sachen einen riesen Einfluss auf die Menschen gehabt haben, so sich sollte Menschen dieses dem Christentum zuschreiben und nichts mehr mit dem Christentum zu tun haben. Und genauso siehst du es auch bei Muslimen. Du siehst Frauen, die sich dem Islam zuschreiben und von Gleichberechtigung sprechen. Sie schreiben sich dem Islam zu und denken, der Islam sei der Feminismus, obwohl das zwei verschiedene, komplett widersprüchliche Sachen sind. Genauso der Liberalismus. Der eine, er gebietet das Gute und verbietet das Schlechte und er sagt, kümmere dich um deine eigenen Sachen. Leben und leben lassen. All diese Sachen, die sich unter den Muslimen verbreitet haben, sind mit eines der Faktoren, dass sich dieses Übel erst so weit verbreiten konnte. Und der Sheikh Hamoud al-Tuwajri, rahimahullah, sagte, وَالْمَعْنَى فِي هَذِهِ الْأَحَدِيثِ, und die Bedeutung über diese Überlieferung, dass der Besitz am Ende der Zeit in die Hände des Üblen, des Sohnes des Üblen kommt und dass sie die glücklichsten Menschen sein werden im Diesseits aufgrund der Wonnen, die sie im Diesseits haben, der Gnaden, aufgrund all der Sachen, die sie im Diesseits haben und der Genüsse, erhalten sie Notabilität, Prestige durch diese Sachen, ja, weil sie diesen Besitz haben und weil sie teure Häuser haben und teure Autos haben und Besitz haben und sie genießen die Wonnen des Diesseits und so bekommen sie dadurch Ehre und Notabilität, so bekommen sie dadurch diesen Prestige. Der Sheikh Al-Albani, rahimahullah, sagte, inna min ashratis sa'a an turfa'u al-ashrar wa tuda' al-akhyar, und zu dem Zeichen, der schon gehört ist, dass die Üblen erhoben werden und die Guten gedemütigt werden. Und er sagte, dass das bedeutet, dass die Menschen die Stufe des Üblen erheben werden. Und sie werden die Stufe des Guten hinabsetzen. Kama huwa mushahidun al-yawm. Genauso wie es heute bezeugt wird. Und Sheikh Al-Albani, rahimahullah, ist vor circa 20 Jahren gestorben. Das heißt, diese Zeichen, die sind so deutlich wie die Sonne. Wenn wir sehen, dass die übelste Schöpfung geehrt wird, man baut ihnen Paläste, man bezahlt Millionen, man bezahlt hunderte Millionen, damit sie in das Land kommen, damit sie für das Land werben. Und man gibt ihnen alles, was sie wollen. Man schenkt ihnen teure Autos, teure Uhren. Und man ehrt sie auf eine Weise, die nicht mehr normal ist. Auf eine Weise, die selbst für einen, der es verdient hätte, zu viel wäre. Wie ist es dann erst, dass man diese üble Person, die ein Feind Allahs ist, die, wenn sie in diesem Zustand stirbt, als Ungläubiger zu den Höllenbewohnern gehört, für alle Ewigkeiten, wie ist es dann erst, wenn man so eine Person ehrt und all diese Aufmerksamkeit gibt und ihn so erhebt und ihn zu etwas macht, was er eigentlich nicht ist? Wie ist es dann? Und wie ist es dann, wenn im selben Atemzug die Leute, die ihr Leben gegeben haben für diese Religion, ihr Leben gegeben haben, die in den Nächten, wo die Leute am Schlafen waren, das Buch Allahs auswendig gelernt haben und die Überlieferung des Propheten und die Religion studiert haben und die verzichtet haben und die alles gegeben haben und diejenigen, die auf Allahs Weg sich angestrengt haben, wie ist es, dass diese Leute in den Gefängnissen sitzen, getrennt von ihren Familien und erniedrigt werden, gequält werden, einige die Todesstrafe bekommen? Subhanallah, ist das nicht unsere Zeit? Und das in islamischen Ländern? Passiert das nicht vor unseren Augen? Die übelste Schöpfung, diejenigen, die das perfekte Vorbild sind, die perfekte Anleitung, um in das Höllenfeuer zu kommen, werden für Millionenbeträge gerufen, damit sie kommen. Man bettelt sie an und wirft ihnen die Millionenbeträge hinterher, während unsere Geschwister, unsere rechtschaffenen, gläubigen Geschwister verhungern und sterben und getötet werden. Ist das nicht das, was wir sehen? Ist das nicht das, was passiert? Der Üble, der Sohn des Üblen, der Gottlose, der Sohn des Gottlosen, wird erhoben und er wird der Glücklichste sein im Diesseits wegen den Wonnen, die er hat und die Stufe, die er durch die Menschen bekommen hat. Und gibt es eine gottlosere Person als eine Frau, die Allah auf offener Bühne in einem Land, in dem sich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam befand, beleidigt? Sie beleidigt Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Land und hat dafür noch Millionen gekriegt. Gibt es eine gottlosere Person als diese? Und trotzdem geht man dahin und schreit und jubelt und man hat diese gottlose Person erhoben. Im selben Atemzug sitzen Gelehrte in den Gefängnissen, wo sie unter den schlimmsten Bedingungen leben. Möge Allah unsere Situation verbessern und möge er uns zu einem Grund machen, dass sich die Situation dieser Ummah verbessert.
هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد. Möchtest du den Islam lernen und verstehen, hast das Lernen aber immer wieder unterbrochen? Möchtest du den Islam einfach und flexibel auf klassische Weise und ohne Zeitdruck lernen? Bei Jawziya ist all das möglich. Hier erhältst du authentisches Wissen und Ijazat, zurück zu den Gelehrten von Ahlus Sunnah wal Jama'a, wodurch du in der Lage bist, diese Werke der Gelehrten selbst zu überliefern. Was dich bei Jawziya erwartet? Fiqh, Hadith, Sira und vieles mehr. Klicke jetzt auf Jawziya und werde Mitglied.